Mit was ist vor dem Wochenende nochmal zu rechnen? Das ist die alles entscheidende Frage, die viele nochmal bewegen wird. Aber nicht nur, was vor dem Wochenende passiert, natürlich auch, wie geht es denn dann weiter? Tatsächlich sind wir insgesamt ja immer noch in dieser Abwärtsbewegung. Die können wir uns übergeordnet dann am Wochenende in Ruhe nochmal angucken. Aber für heute lässt sich erstmal feststellen, dass der DAX nach dem Gap, was er am Anfang hatte, dann sich ein bisschen erholt hat, aber das nicht wirklich aufrechterhalten kann. Also wir sehen, die Stimmung ist da immer noch eher nach unten ausgelegt, also weiter Abwärtsrichtung. Also wird das noch bis zum Ende des Tages so gehen? Im Moment ist zumindest mal nichts anderes da großartig zu erkennen. Und wir werden sehen, was die Amerikaner machen. Deshalb wollen wir auch gleich darüber wechseln. Aus meiner Sicht ist das das noch spannendere Bild, denn ich denke, der Einfluss kommt einfach von dort eher. Aber da sieht das Bild nicht wesentlich besser aus, wie auch. Also hier sind die Indizes als Future jetzt gemessen. Deshalb jetzt auch vorbörslich schon ein bisschen zu sehen. Heute Vormittag ebenfalls eher schwach. Also es ist nicht wirklich irgendeine Stärke da. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass das Bild per se jetzt nicht unbedingt für Shorts einlädt, wenn ich mir das angucke. Warum lädt das nicht zu Shorts ein? Ich nehme mal das vom S&P, weil ich das gar nicht so schlecht finde. Auch naja, wenn ich ehrlich bin, doch. Ich finde es nicht so besonders gut. Warum lädt es zu welcher Richtung nicht ein? Gucken wir uns erstmal an, die Aufwärtsbewegung, die war ja nun sehr wackelig eher, wenn wir uns das angucken. Die Abwärtsbewegung aber jetzt auch sehr ausgedehnt, der Rücksetzer hier wieder nach oben. Also so ein Anstieg. Sowas hier vorne, das macht ja nochmal Mut. Wir können es ja nochmal einzeichnen hier. Wenn ich sowas sehe, dann machen wir den Indikator mal raus, den brauchen wir jetzt vorläufig nicht. So, wenn wir sowas angucken, ja, klasse, tolle Dynamik. Punkt 1 ist, es ist ja fast genauso dynamisch nach oben gegangen und es ist sehr weit nach oben gegangen. Also ich mag das immer nicht, wenn die eine Seite die vermeintlich schwache Seite sein soll und die wirklich das Maximale dann auch noch nutzt. Klar, ich sage ja immer, die 78er ist so die letzte Verteidigungslinie. Solange da unten bleibt, ist ja alles in Ordnung. Aber beide Seiten sind ähnlich stark. Ach, ich weiß nicht, ich finde das total doof, wenn das so aussieht. Und das gibt mir normalerweise nicht den besten Eindruck hier. Die Position dann entsprechend zu eröffnen. Auf einer kleineren Ebene gegebenenfalls hier schon, also immer in der Abwärtsbewegung, warum nicht das Ganze? Aber insgesamt, ich weiß es nicht so richtig. Trotz alledem, so richtig den Kaufdruck verspüre ich im Moment nicht und ich glaube auch nicht, dass der von Natur aus jetzt gegeben ist vor dem Wochenende. Traut man sich da jetzt noch was zu tun? Was haben wir denn für Datensituationen? Wir können mal gucken, heute ist jetzt datenseitig hier zumindest 14:30 nochmal spannend, ein bisschen sinnvoll da drauf zu gucken. Da sehen wir die Durable Good Orders und da ist eben die Frage, inwieweit das einen Impuls gibt. Warum die Durable Good Orders? Wen interessiert denn der Auftragseingang für langlebige Wirtschaftsgüter? Man kann sich vorstellen, dass insbesondere dann was Langlebiges gekauft wird, wenn man sagt, ha, wir legen jetzt nochmal richtig zu, wir planen für die Zukunft. Das ist so eine Art Indikatorwirkung, wird dem nachgesagt, dass man daran erkennen kann, ist das nachhaltig jetzt die Bewegung oder ist es das weniger? Also insofern ein deutlicher Rückgang wird ja hier schon erwartet. Man sieht das hier, zuvor waren es 2,6%, jetzt in der Vorschau 1,2 nur. So viel zur guten Hoffnung und jetzt wird alles wieder gut. Interessant finde ich in dem Zusammenhang, gerade weil es ja um US-Zahlen geht, auch nochmal diese Zahl hier, nämlich das Ganze außerhalb der Verteidigung und für die Luft Fahrtausgaben sozusagen. Das finde ich durchaus nicht uninteressant, sich vor Augen zu halten, wie groß die Differenz dann da ist. Also, inwieweit spielen denn tatsächlich Verteidigungsausgaben eine Rolle? Verteidigungsausgaben würde man das bei uns nennen oder Defensive eben. Manch einer sieht da eine durchaus ein Potenzial. Wir haben noch den ein oder anderen Krisenherd. Der Iran-Konflikt ist immer noch nicht fertig. Wir haben USA, China, insbesondere in der Thailand-Frage, Thailand sei schon, Taiwan-Frage, wo auch das eine oder andere aufkommt. Wo viele übrigens damit rechnen, dass eventuell jetzt direkt nach der Wahl, wenn China wirklich irgendwie was Militärisches vorhat, denn China hatte ja schon angedeutet, dass sie gegebenenfalls auch nötigenfalls, ist vielleicht richtiger ausgesprochen, mit Gewalt Taiwan ins Mutterland zurückführen wollen. Ich formuliere das mal so, es ist etwas komisch, denn die eigentliche Wiege Chinas, die liegt eigentlich in Taiwan und nicht im Festland. Aber eben als Provinz gesehen und dementsprechend, wie die Sichtweise da ist, ist, denke ich mal, nachvollziehbar. Die Frage ist nur, passiert das dann? Und das
kann natürlich massiv in den nächsten Wochen, jetzt ist noch, wie viel ist es, ein starker Monat bis zur Präsidentenwahl in den USA. Also das ist eine spannende Kiste, die da auf uns nochmal zukommt für all die Langfristplaner. Und dementsprechend kann das hier durchaus heute Nachmittag nochmal eine zusätzliche Wirkung eben haben, abgesehen davon, dass hier der ein oder andere Notenbanker da ebenfalls nochmal was zu sagen hat. Also es kann heute Nachmittag entsprechend nochmal ein bisschen Schwung aufkommen. Ich sage aber ganz ehrlich, aus diesem Chartbild kann ich nichts rauslesen. Es ist für mich unattraktiv. Es ist zwar schade, wenn es nachher trotzdem läuft, aber was ich brauche, ist, ich möchte ein Commitment, eine starke Aussage in die eine Richtung oder eine schwache Aussage in die Gegenrichtung. Das sehe ich jetzt weder auf der bullischen Seite noch auf der bärischen Seite. Ich würde eher sagen, dass der Markt jetzt aktuell in dieser Abwärtsbewegung an der Entscheidung ist, ob er tatsächlich nochmal die Kurve kriegt, was ich mir sehr gut vorstelle, und später dann erst nochmal seine Abwärtsrichtung fortsetzt. Das muss jetzt nicht so unidirektional gehen, es kann wackelig dann nochmal nach oben gehen. Oder ob er es jetzt tatsächlich schon mehr oder weniger jetzt wagen will und man sagt, ach komm, lass es gut sein, dann haben wir es hinter uns, dann können wir auch wieder einsteigen in den Markt. Das ist eine Entscheidung, die jetzt gefällt wird. Ob die sich wirklich vor dem Wochenende noch abzeichnet, ich stelle das mal in Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Anzeichen dafür sind jetzt noch nicht erkennbar. Zumindest für meine Augen nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gucken wir uns das einfach an. Spannend ist allerdings natürlich auch der Gold- und der Silberpreis. Über Gold, da hatten wir vor kurzem schon gesprochen und einen Trade vorgestellt. Das Ganze läuft ja aktuell noch. Stop ist sehr eng nachgezogen. Lassen wir uns überraschen, ob das Ganze noch funktioniert. Ob der Markt jetzt noch weiter fällt, dann ist super, aber ein Gewinn ist es so oder so. Insofern müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Es kann allerdings eine Wende jetzt sogar kommen. Nicht unbedingt beim Goldpreis, das sehen wir da weniger, aber beim Silberpreis. Das ist aber eine Geschichte, die werde ich euch in unserem Trade des Tages heute vorstellen, mit den ganz konkreten Handelsmarken, mit ein bisschen Hintergrund dazu, warum, wie wir das machen, wie wir das Ganze aufbauen. Wer also Zeit und Lust hat, der guckt sich das an. Es ist kostenfrei, ihr müsst euch nur anmelden, damit ihr gegebenenfalls die Infos kriegt, wenn da eine neue Nachricht raus ist. Es bringt ja nichts, wenn man da zufällig reinguckt. Ah, wäre auch cool gewesen, aber ist schon wieder rum. Deshalb ist das wichtig, dass ihr euch dazu anmeldet, dass ihr die Nachrichten dann noch einigermaßen zeitnah bekommt. So, also in diesem Sinne, Silber gucken wir uns dann nachher an. Direkt am Chart gibt es einen Beitrag von mir. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Toi, toi, toi für den letzten Tag der Woche. Am Wochenende ziemlich wahrscheinlich wieder einen Überblick über den Gesamtchart. Also wer da Spaß dran hat, guckt sich das auch an. Und euch jetzt erstmal alles Gute und ganz liebe Grüße.